Moin ihr Fischköpfe, wir sind hier heute am Meer, es weht eine steife Brise, wir sind auf einem Kleinboot unterwegs in der Kieler Förde und was wir genauso vorhaben, das erzähle ich jetzt mal der Nils, der ist heute nämlich auch dabei und der Friedhof hinter der Kamera. Heute wollen wir einfach mal so einen Buddy-Tag machen zu dritt und hier so ein bisschen angeln, gucken was geht, ne? Ja. Genau. Ja, wir haben uns hier ein Boot gemietet beim Kieler Bootsverleih, ja, mit Routenhalter, Echolot, 10 PS Motor, wir haben alles dabei, genau. Und wir wollen es versuchen auf Hering, Dorsch, Meerforelle, mal sehen was geht. Ja, wir werden alles probieren, wir werden alles geben. Jetzt kommt auch gerade die Sonne raus, heute Winde. Geht was. Windig ist es ein bisschen, aber das passt auch schon. Das Boot hat alles was der Angler braucht und wir werden jetzt mal zusehen, dass wir rauskommen. Bis dann. Ja, als Beifang fangen wir hier immer wieder so kleine Dorsche auf Serings Paternoster. Es ist gut, das heißt, der Dorschbestand erholt sich. Kommt auch schnell wieder zurück. So, wir sind jetzt in die Kieler Förde reingefahren, weil es draußen zu windig war und angeln jetzt hier auf Heringen. Hier ist eine ziemlich tiefe Stelle und die Heringe stehen alle knapp über Grund, deswegen haben wir Gummifische genommen und dann über die Gummifische das Paternoster eingehängt. Das, unter den Heringen stehen ja meistens die Dorsche, dass wir ein paar Dorsche fangen können. Einer ist auch schon im Boot und da drüber halt mit dem Heringspaternoster die Heringe fangen und bis jetzt läuft es top. Mein erster Hering und mein erster Fisch dieses Jahr. Mal gucken, ob ich ihn kriege. Es ist ein Dorsch! Oh nein. Ja. Oh, der ist aber riesig. So einen kleinen Dorsch habe ich auch noch nie gesehen. Aber immerhin. Ne? Aber mein kleinster Dorsch. Der kommt jetzt ganz, ganz schnell wieder zurück. Der kann noch wachsen. Den fange ich in 10 Jahren nochmal, wenn er über einen Meter ist.
Leute, wir sind jetzt am Ende angekommen. Man sieht es auch schon, die Sonne steht etwas tiefer. Es ist noch relativ hell. Wir haben es auch noch nicht ganz abends. Eigentlich wollten wir ein bisschen später wiederkommen. Aber zwischendrin wurde das einfach unmöglich. Also nach ungefähr 3/4 mussten wir das Ganze abbrechen, weil es waren so dolle Wellen und da hatten wir schon Schwierigkeiten mit dem Boot. Das wäre sonst nicht mehr zu schaffen gewesen. Gerade auf dem Rückweg und so sind wir schon ordentlich nass geworden. Und wie gesagt, war sehr, sehr grenzwertig. Aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben leider auch nicht sehr viel gefangen. Also viele untermaßige Dorsche, was uns natürlich auch freut. Ja, das war echt so. Man hat aufs Echolot geguckt, hat riesige Schwärme gesehen. Wir haben alle voll euphorisch unsere Heringspaternoster runtergelassen und hatten darauf gewartet, dass jeden Moment die Heringe da einschlagen und wir die da ja quasi in Zehnten rausholen. Aber das war irgendwie nicht so wirklich der Fall, sondern das waren einfach alles Dorsche. Also riesige Dorschschwärme und teilweise auch wirklich so die Größe. Ne? Aber der Nachwuchs scheint da zu sein. Das ist echt schön. Ja. Also der für Nachwuchs ist gesorgt für die Dorsche, also die nächsten Jahre geht es wieder ab. Ja, das Boot hat auch keine Probleme gemacht, außer dass es halt klein ist. Was bei diesem Wellengang, jetzt sieht man es natürlich nicht, weil wir hier geschützt sind. Hier vorne ist ein Dock, der den ganzen Wind wegnimmt, aber das war schon hart. Das stimmt. Jetzt ist es auch gerade ein bisschen besser geworden, zwischendurch auch noch Regenschauer und sonst was alles. Also es war schon nicht einfache Bedingungen heute. Ein großer Dorsch war dabei. Dann hatten wir noch ein paar Heringe jetzt und wie gesagt, sehr, sehr viele kleine, untermaßige Dorsche, Platten und so weiter haben wir leider gar nicht gefangen, weil das auch von der Drift einfach nicht ging. Also wenn man da probiert hätte, auf dem Grund zu angeln, dann wäre man gleich einen Kilometer weiter gewesen und so schnell sind die Platten auch nicht. Also das ging überhaupt nicht. Ne? Nee. Ja, wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.